Thomas Morgenstern oder Martin Koch, wer gewinnt das erste Fliegen dieser Saison in Harrachov? Thomas Morgenstern bräuchte mit dieser Anlauflänge, mit dem Wind, der derzeit herrscht, so um die 193,5, 194 Meter und das wird nicht leicht. Na, aber den hat er auch. Der geht dahin, der ist nur weiter. Komm. Oh ja. Nein! Martin Koch wird es gewonnen haben. Sagst du? Ja. Das wird nochmal knapp. Warte mal, die Noten, 190,5, das kann sich ausgehen für den Martin. Schau, er kommt schon sofort zum Exit, geht ja und sagt zu Martin, Martin, komm raus. Wer gewinnt hier? Die Noten für Thomas Morgenstern. 18,5, 18,5, 19,0, 18,5 und 18,5. Aber da auch voll aus sehr attackiert. Er sogar ein wenig zu viel drauf drückt er, entschuldige, aber. Nein, kein Problem, 8,7 Punkte kriegt er dazu. Koch hat 0,2 Punkte abgezogen bekommen. Da hat er sich ein bisschen zu viel einmal gegen den Ski gearbeitet. So, und jetzt der spannende Moment. Schau, Thomas oder Martin. Und es ist Martin Koch. Wir gratulieren zum ersten Weltcupsieg für den Kärntner. Unglaublich. Fünfmal war er Zweiter, neunmal Dritter. So lange hat er gewartet auf seinen ersten Sieg.